Es ist ja nun offiziell, Thomas Tuchel und der FC Bayern München, sie werden ab Sommer getrennte Wege gehen. Und damit ist klar, es wird ein neuer Trainer kommen, es wird einen Umbruch beim FC Bayern München geben, der Kader wird komplett neu bestückt werden. Aber wer sind die Kandidaten beim FC Bayern München für die Tuchel-Nachfolge? Alle Kandidaten, mit denen sich die Bayern-Bosse zurzeit auseinandersetzen und wie wahrscheinlich jeweils eine Anstellung ist, das alles hier in diesem Video. Vorab, lass ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Aber damit gehen wir rein in dieses Video. Der erste Kandidat für die potenzielle Nachfolge von Thomas Tuchel ist einer, der sich hier selber ins Spiel gebracht hat. José Mourinho, er soll ja aktuell Deutsch lernen. Er soll extrem heiß auf den Posten beim FC Bayern München sein. Er möchte mit den Bayern die Bundesliga holen. Die Bundesliga ist die Liga, die ihm noch in seiner Karriere fehlt, was, sage ich mal, seinen Trophäenschrank angeht. Und er selber hat sich bei den Bayern wohl ins Gespräch gebracht. Er macht sich bereit, lernt Deutsch. Er möchte wohl sehr, sehr gerne beim FC Bayern München anheuern. Aber das wird wohl nicht so wirklich auf Gegenliebe stoßen. Man hat mit José Mourinho einen Trainer, der zwar auf jeden Fall seine Qualitäten hat und auch den Bayern-Kader umstrukturieren würde, aber man hält eher weniger von ihm beim FC Bayern München. Anders sieht es wohl tatsächlich mit einer Rückkehr aus. Mit einer Rückkehr von tatsächlich Sebastian Hoeneß zum FC Bayern München. Das wäre ein echter Hammer. Die Bild hat jetzt auch vor kurzem erst darüber berichtet. Ja, die Bayern, sie sind heiß auf Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart. Er wäre zur neuen Saison verfügbar, wenn man ihn dann eben aus seinem Vertrag rauskaufen würde. Dementsprechend ist es eine Option, Sebastian Hoeneß zurückzuholen. Der Neffe von Uli Hoeneß. Die Wege sind natürlich dadurch extrem kurz. Er könnte bei den Bayern anheuern und er könnte das, was er aktuell mit dem VfB Stuttgart leistet, natürlich auch an der Säbener Straße fortsetzen. Die Frage ist, hat dieser Trainer schon genug Erfahrung gesammelt, um jetzt das ganz große Amt des Bayern-Trainers, ich sage mal, zu bestreiten? Ja, da hast du besonders viel Druck und das ist die Frage, ob das reicht. Und das wäre beim nächsten Kandidaten natürlich ganz anders. Zinedine Zidane, er bringt eine Menge Erfahrung mit. Er wäre ab Sommer verfügbar, er wäre auch bereit, grundsätzlich mal wieder einen Club zu übernehmen. Er gilt als Kandidat Nummer 2 beim FC Bayern München. Die Frage ist hier nur, ist ein Zinedine Zidane bereit, quasi die Nummer 2, der Plan B zu sein, wenn es um eine Nachfolge von Thomas Tuchel geht? Wenn du Zinedine Zidane haben willst, dann musst du es eigentlich mit allen Mitteln versuchen. Bei den Bayern, da soll man grundsätzlich aber großer Fan des Trainers sein. Er bringt halt eine gewisse Aura mit, er bringt Professionalität mit, er bringt halt einfach ein gewisses Know-how mit. Wenn du Zinedine Zidane als Trainer hast, der ist eine absolute Respektsperson für jedwegen Spieler. Er kann natürlich auch selber auf eine extrem gute Karriere zurückblicken. Er kann sich damit vielleicht auch besser in die Spieler hineinversetzen. Zeitgleich, da bringt er natürlich aber auch als Trainer schon eine Menge Erfolge mit. Dreimal hat er die Champions League geholt. Er ist ohne Job, man könnte ihn ohne Ablöse verpflichten und dementsprechend ist er einer der absoluten Wunsch- und Top-Kandidaten beim FC Bayern München. Die Frage, die man sich nur stellt, er kann eben kein Deutsch, ist er trotzdem ein heißer Kandidat aus Sicht des FC Bayern Münchens und würde er selber das Amt auch übernehmen? Er, wie gesagt, spricht kein Deutsch. Er will eigentlich selber nur bei Mannschaften trainieren, wo er die Sprache spricht. Dementsprechend müsste er Deutsch lernen oder eben mit Englisch bei den Bayern arbeiten. Stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, wie ihr das Ganze seht. Bevor wir zum absoluten Top-Kandidaten kommen, kommen wir zu einem Kandidaten, der tatsächlich für eine kurzfristige Lösung steht. Das wäre tatsächlich Ole Gunnar Solskjaer. Er gilt als der Kandidat, wenn beispielsweise ein Thomas Tuchel doch in dieser Woche noch entlassen werden würde, wenn er doch kurzfristig entlassen wird, er könnte tatsächlich so eine Art Feuerwehrmann sein, er könnte eine Interimslösung sein, er soll wohl relativ gut connected sein mit Christoph Freund und genau deswegen ist er eine der Lösungen, die zumindest bis zum Saisonende theoretisch verfügbar wären. Aber natürlich ist das Ziel der Bayern, langfristig nicht mit ihm zu arbeiten, sondern einen absoluten Top-Trainer zu holen. Und das ist jetzt hier der Top-Kandidat Xabi Alonso. Xabi Alonso gilt als absoluter Wunschkandidat des FC Bayern Münchens. Was er aktuell natürlich mit Bayer Leverkusen leistet, das ist in München sehr, sehr positiv aufgefallen. Das ist in München auf Beachtung getroffen. Man will den Spieler holen, man will den Ex-Spieler holen, sagen wir es eher so, man will den Trainer an die Säbener Straße locken. Er kennt das
Umfeld. Er war selber dort Spieler. Er hat Bayern-Vergangenheit. Er ist ein absoluter Top-Trainer. Was er da aktuell von Leverkusen spielen lässt, ist eigentlich genau die Art und Weise, die jetzt tatsächlich bei den Bayern ja gesucht und gewünscht wird. Er ist der Kandidat Nummer 1. Das hat jetzt Transferexperte Fabrizio Romano als auch Florian Plettenberg berichtet. Ja, die Bayern werden wohl All-In gehen, um ihn zu holen. Und das ist halt eben dann so ein kleiner All-In-Move, den die Bayern gehen müssen. Das Problem wird halt eben sein, der FC Liverpool. Auch sie sind sehr, 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 sehr interessiert an Xabi Alonso. Da hat sich ja vor kurzem erst Jürgen Klopp auch geäußert. Das habe ich euch auf dem Zweitkanal berichtet. Auch er hat gesagt, ja, Xabi Alonso, was der aktuell dafür Arbeit leistet bei Leverkusen, das ist sehr, sehr überraschend. Von diesen neuen Trainern ist er definitiv der Beste. Diese neue Generation Trainer, da gehört Xabi Alonso zu den Besten. Auch er, ähnlich wie Zinedine Zidane, dann bringt natürlich auch eine lange, lange Vita selber auf dem Platz mit und kann jetzt auch seine Spielintelligenz, die er damals schon hatte, unter absoluten Top-Trainern wie Guardiola gearbeitet, Ancelotti und wie sie alle heißen, genau diese Intelligenz, die kann er jetzt auch als Trainer mitbringen und wir sehen es, was da aktuell bei Leverkusen abgeht. Er wäre natürlich der beste Kandidat und es hätte zeitgleich noch einen ganz, ganz großen Effekt beim FC Bayern München. Wenn man solch einen Wechsel innerhalb der Saison noch verkünden könnte, würde man natürlich Leverkusen nachhaltig stören. Man würde so ein bisschen die Luft bei Leverkusen vielleicht aus den Reifen lassen. Und vielleicht gibt es dann noch die Möglichkeit, irgendwie in der Bundesliga anzugreifen, wenn Leverkusen dann bei so einer Hiobsbotschaft etwas an Punkten federn lässt. Ist natürlich dann auch für Xabi Alonso nicht so schön. Er soll aber selber aktuell gar nicht so, ich sage mal, intensiv über seine Zukunft nachdenken. Aktuell 100%iger Fokus. Er möchte 3 Titel mit Leverkusen holen. Das ist auf Platz Nummer 1. Und dann wird er im Sommer eine Entscheidung treffen. Bei ihm intern soll es eigentlich eher in Richtung Liverpool ausschlagen. Da war aber lange noch nicht klar, dass jetzt eben auch der FC Bayern München einen neuen Trainer sucht. Das könnte dann nochmal neue Luft reinbringen. Und sollte es mit Xabi Alonso nichts werden, wäre das natürlich extrem bitter für die Bayern, aber dann hätte man tatsächlich auch noch einen weiteren Kandidaten und das ist Antonio Conte. Denn auch er soll ähnlich wie eben auch Jose Mourinho heiß auf das Amt des Bayern-Trainers sein. Auch er hätte Bock auf die Bundesliga, auch er will gerne mal in der Bundesliga trainieren, macht sich auch bereit, wäre auch vereinslos, dementsprechend auch eine echte Alternative. Sollte es beispielsweise mit dem Wunschkandidat mit Xabi Alonso nichts werden, wäre Antonio Conte definitiv eine Option, die man dahinter hätte. Aber wer ist denn jetzt eigentlich so, ja, oder wie ist jetzt die Rangliste beim FC Bayern München? Die ist ganz klar, ihr habt es in dem Video schon rausgehört, auf Rang 1, da haben wir natürlich Xabi Alonso. Er ist der absolute Wunschkandidat beim FC Bayern München. Man möchte ihn holen, er soll es werden und wird er es nicht, dann hätte man als Plan B einen Zinedine Zidane. Gibt auf jeden Fall schlechtere Plan Bs, würde ich einfach mal behaupten. Die Frage ist natürlich nur, wie reagiert ein Zidane darauf, wenn er hört, er wäre nur der Plan B beim FC Bayern? Wenn du einen Zidane haben willst, glaube ich, musst du ihn nicht eigentlich all in gehen. Du musst ihn als Plan A ausrufen. Und wenn dann auch Zinedine Zidane abspringt, dann müsste man sich tatsächlich, denke ich, mit Antonio Conte beschäftigen. Eine Option, die man hätte. Aber vielleicht, das ist jetzt natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, könnte man sich parallel auch mit Sebastian Hoeneß beschäftigen. Auch, wie gesagt, er hat ja eine Bayern-Vergangenheit. Auch er könnte dann ein heißer Kandidat werden. Das zumindest aktuell das, was man so in den Medien liest. Wie seht ihr das ganze Thema? Wer ist für euch der heißeste Kandidat? Wen sollt ihr beim FC Bayern München sehen? Aber wer ist vielleicht auch für euch nach Xabi Alonso die wahrscheinlichste Lösung? Eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare. Das war's von mir. Bis dahin, Leute. Ciao. Nur noch kleiner Einschub, denn das wurde gerade in den Medien berichtet. Jürgen Klopp wäre theoretisch auch ein Kandidat, aber da haben wir jetzt schon die Meldung von Sky 9, 100% ruled out. Jürgen Klopp wird es definitiv nicht beim FC Bayern München werden. Er wird ein Jahr lang Pause machen. Das macht er sowieso aus Respekt zu Liverpool. Er hört ja nur bei Liverpool aus, weil er eine Pause braucht. Dementsprechend definitiv kein Kandidat beim FC Bayern München. Das nur noch mal hier eingeschoben, falls jemand von euch etwas liest und warum und sich fragt, warum ich gar nichts dazu gesagt habe. Hier noch mal kurz der Einschub. Jetzt aber wirklich Schluss. Bis dahin, Leute. Ciao.